Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Michael, Glückwunsch zum Sieg. Zur Pause 0-2 hinten, am Ende 3-2 gewonnen. Beschreib mal kurz, wie sieht es gerade in dir aus? Ja, unbeschreiblich, aber ich freue mich extrem, weil wir vor allem in der ersten Hälfte das Spiel ganz klar dominiert haben. Natürlich durch zwei individuelle Fehler, in Anführungszeichen, dann zwei hinten gelegen. Der Coach hat es in der Pause gesagt, er hat gesagt, wir sind super im Spiel, wir machen genauso weiter, wir lassen es nicht unterkriegen. Und am Ende hat die Mannschaft Moral gezeigt, Kampfgeist, und dann gehen wir zu so einem Spiel auch 3-2 zu Hause. Unfassbar, also tolle Moral bewiesen. Wir sind in die Halbzeit gegangen und haben uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit das Spiel einfach nur noch zu drehen. Ich meine, in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass wir gut im Spiel waren, zwei bittere Gegentore, und dass es dann noch so geklappt hat, unfassbar. Und hier im heimischen Stadion auch unglaublich. Es war eine Achterbahn der Gefühle. Erste Halbzeit eigentlich schon ein super Gefühl gehabt, weil wir gut im Spiel waren. Gegner eigentlich keine Chancen hatte, einen, der knapp vorbeiging am Tor. Dann liegst du auf einmal 2-0 hinten, dann fragst du dich auch, was ist gerade los. Und dann, wie wir es dann zweite Halbzeit als Mannschaft gedreht haben, was wir da abgeliefert haben, war schon echt geil einfach. Erstmal ein überragendes Gefühl. Ich habe es zum Gogi vorhin gesagt, letzte Mal war das hier zu Hause gegen Braunschweig, als wir noch zusammengespielt haben. War ähnlicher Spielverlauf, wie es heute war. Müssen sagen, gut, in der ersten Halbzeit gehen wir in Rückstand durch die zwei Chancen, die sie hatten, der Freistoß und dann das Eigentor. War aber, sage ich mal, fußballerisch, so war unser Gefühl, das beste Spiel, was wir gemacht haben. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, die zweite war dann noch besser. In der ersten Halbzeit kam man nicht so in die Torraum sehen, wie wir uns das gewünscht haben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und wir haben individuelle Fehler, die vielleicht passiert sind, als Mannschaft aufgefangen. Und ich meine, so ein Sieg gibt dann nochmal mehr Schub als vielleicht irgendwo ein 3-4-0. Ja, aber wichtig war heute diese Moral und dass wir daran geglaubt haben und die Fans mitgenommen haben. Und dann, was hier dann los war, dass ihr wart selber dabei, das merkt dann jeder und das ist dann halt Dynamo. Ihr seid etwas unglücklich in Rückstand geraten. Kannst du die Situation nochmal beschreiben, was da passiert ist? Ja klar, ich sehe, dass der Stürmer quasi tief geht und versucht, die innere Bahn zu bekommen. Der lange Ball kommt und ich sehe, dass der Stürmer eigentlich nicht aufs Tor gehen kann. Versuche dann den Ball natürlich auf Drille zu köpfen, weil er damit dann die Hand nehmen kann. Er spekuliert wahrscheinlich, dass der Ball durchkommt. Er rutscht dann aus, dann geht der Ball rein. Aber im Endeffekt, großes Kompliment an Drille auch, der dann auch zum Ende hin ganz, ganz wichtig für uns war, als er die Bälle runtergepflückt hat. Und ich glaube, im Fußball kann sowas passieren. Wichtig ist dann einfach die Moral und auch die Einstellung diesbezüglich. Ihr habt heute nominell mit 5 zentralen Mittelfeldspielern gespielt, hattet sehr viel Bewegung, sehr viel Variabilität drin. Wie viel Spaß hat das heute gemacht? Es hat mega Spaß gemacht, den Ball laufen zu lassen, den Gegner laufen zu lassen, endlich in das Spiel reinzukommen, was wir uns auch vorgenommen haben. Ich glaube, man hat es auch gesehen, dass wir Freude auf dem Platz hatten. Ja, mega Bock. Gerade nach dem letzten Spiel, wo gefühlt gar nichts ging, heute mal wieder endlich so ein super Gefühl gehabt, gut Fußball gespielt und dann auch gekrönt mit einem Sieg, das hat uns schon seit langem mal gefehlt, so ein Gefühl. Ja. Unfassbar viel Spaß. Vor allen Dingen war das ja so, dass wir Anfang der Saison sehr, sehr viel mit Ball gemacht haben. Dann haben wir uns auf die Defensive konzentriert und der Trainer hat die Woche nochmal explizit auf Ballbesitz quasi nochmal Wert gelegt und man hat es heute im Spiel gesehen. Es hat unfassbar gut geklappt. Die Mannschaft war perfekt aufeinander abgestimmt, jeder wusste, wo der andere ist und so siehst du dann quasi, dass es so gut läuft bei uns. Du hast dann am Ende dem Ganzen die Krönung aufgesetzt mit dem Tor zum 3-2. Das war technisch fein gemacht. Erzähl mal, wie kam es dazu? Ja, ich wollte eigentlich nur über den ersten Pfosten laufen, um den Raum hinter mir frei zu machen. Dann kam der Ball halt genau dahin und es war die einzige Möglichkeit, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen, dass es dann so klappt. Das ist natürlich unfassbar. Du hast jetzt das erste Mal auf der Sechster gespielt von Beginn an. Wann hast du erfahren, dass du in der Startformation stehst? Man kriegt das so ein bisschen in der Trainingswoche mit, aber final hat man das gestern so ein bisschen raus signalisieren können, dass man spielt. Ja. Also konnte ich mich darauf vorbereiten gestern schon. Wie zufrieden bist du mit deinem ersten Auftritt von Beginn an? Ich denke, er war sehr solide. Ich habe versucht, mir die Bälle zu nehmen und zu verteilen, die Zweikämpfe anzunehmen. Also ich bin auf jeden Fall happy drüber. Jetzt bist du hier ein Dresdner Junge, hast heute im vollen Stadion, fast vollen Stadion gespielt. Wie fühlt es sich an, jetzt auch nach dem Spiel vor dem K-Block zu feiern? Unfassbar, was ist das? Was man sich halt vorne, wenn man zu Dynamo kommt in der Jugend, dass man einmal vor diesem K-Block da hüpfen kann und sich freuen kann. Bislang sind alle Siege zu Null ausgefallen. Heute gab es zwei Gegentore. Was fühlt sich am Ende besser an?
Es ist mir eigentlich egal, ja, wie die Siege ausfallen. So wie es dann heute verlaufen ist, war es natürlich sensationell. Und was ich gerade gesagt habe, es setzt nochmal einen Schub frei. Und vor allem sieht man dann, wir wissen, was wir spielen können. Wir müssen es nur umsetzen. Und wir haben aus dem Bayreuth-Spiel gelernt und haben dann viel Leidenschaft reingelegt, was Bayreuth uns vielleicht ein bisschen voraus hatte. Und das haben wir heute gut umgesetzt. Wie viel Selbstvertrauen nehmt ihr jetzt mit aus dem Sieg für die nächsten Wochen? Ja, was heißt Selbstvertrauen? Wir haben auf jeden Fall wieder gesehen, dass wir es können. Und genauso muss es auch weitergehen und wir müssen halt eine Konstanz reinbekommen in unsere Leistung. Ja. Wo jetzt die Brust nicht breiter wird, wann denn dann? Ja, also das ist ganz klar und das Selbstvertrauen sollte uns jetzt schon mal einen ganz anderen Schub geben. Und ich hoffe, das sieht man dann auch in den nächsten Spielen. Nicht als selbstverständlich ansehen, das ist auch klar, aber wir sollen das auch genießen. Ja? Und in 2-0 zu drehen zu Hause gegen Osnabrück, die hier auch mit breiter Brust angereist sind, ist nicht selbstverständlich, aber da sieht man, was in der Mannschaft drinsteckt. Danke dir und Glückwunsch. Danke.